Ihr wollt wissen, warum ich die armen Kirchen da abballer? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich hatte ja gesagt, ich mache schon mal ein bisschen weiter. Und die Verkabelung, die... wie heißt das hier? Wenn das Zeug da reinkommt. Achso, die Verbänderung? Verbänderung? Das Band verlegen und so. Das machen wir später. Aber weitergemacht habe ich und es sieht jetzt... Tada! So aus. Unten sind es 8. Das habt ihr ja alles noch mitgekriegt. Pro Seite und so. Da sind es nur noch 7 und da oben sind es 6. Das hat aber den Vorteil... Das hat den Vorteil, dass wir da oben nämlich auch Quarz machen können, weil die Quarzkristalle ja praktischerweise auch mit einer Raffinerie machen. Das hatte ich gar nicht bedacht. Ich kam nämlich so aus, dass ich da oben 26 hatte. Das reicht aber nicht, weil ne, hier sind 6 da, das sind also 48 da oben. Ich hatte 22 über, dann habe ich mal ein bisschen geguckt. Wir haben auf dieser Karte hier oben 2 reine Quellen. Damit kommen wir auf 1560 Quarz, die wir uns hier wegholen können, was gar nicht so weit ist, weil ne, hier haben wir unser Katerium. Wir müssen also nur das Stückchen schaffen und den Weg haben wir eh schon. Das kriegen wir hier rein und könnten das dann da oben mitverarbeiten, weil die brauchen wir wiederum für die, wie heißt diese Munition? Nee, nicht Gewehrmunition. Ich weiß nicht, was ich gerade tippe. Also, wie heißt denn dieses dämliche Ding? Moment, das habe ich doch hier. Da steht doch bestimmt jetzt gleich irgendwie über sich. Aber natürlich steht das nicht da. Das Ding heißt Armierpistole. Und da unten steht Munitionsart. Armierpistole. Anklicken. Im Codex öffnen. Ich bin im Codex. Teile. Haben wir da bestimmt dann hier irgendwo. Da ist Munition. Da war was. Scherbenstachel. Genau die habe ich gesucht. Stachel. Okay. Soll ich denn auf Stachel kommen? Eisen. Armier. Stachel. Armier, nicht Armier. Okay. Passt schon. Weil dafür brauchen wir nämlich Quarzkristalle. Das ist ziemlich praktisch. Einzige, was unpraktisch ist, hier tun wir das mal wieder weg. Und zwar, das zeige ich euch jetzt. Was unpraktisch ist, ist hier drüben. Ich habe von den 4 Löchern, die ich benutze. Oh, der klingt so falsch. Wo klingt der falsch? Habe ich 3 belegt. Aber bei 780er Wändern passen 1560 relativ schlecht drauf. Praktischerweise würden 2 passen. Das heißt, ich könnte hier, entweder müsste ich hier noch einen zwischensetzen, also sprich hier so ein Dreierteil hin, weil ich persönlich aber jetzt nicht so geil finde. Andererseits, die Kohle jetzt da vorne reinzuleiten, damit das passt, fände ich halt auch doof. Das ist halt beides kacke. Ihr versteht, was ich meine. Ja, also hier jetzt irgendwie das alles einen rüber schieben und eine Kohle vorne rein, blöd, weil dann habe ich da vorne nur einen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das vernünftig lösen kann. Ja, wenn wir uns das von hier aus angucken. Jetzt einmal. Verdammt, das habe ich falsch eingeschätzt. Das hier angucken. Also ich könnte das natürlich da reinleiten.
Braucht dann auch noch mal ein bisschen mehr Wasser und so, glaube ich. Das werden wir dann sehen. Aber ansonsten wäre das halt optimal. Ne? Wobei ich natürlich noch nachdenken kann, ich habe ja alles mit dem kleinen Turm in der Mitte, dass ich da vorne oder was hinleite, aber da müsste ich da unten so ein Obbel dran machen. Alles, nee, alles nicht so schön. Egal wie, es gefällt mir nicht. Aber ich glaube, was wir heute machen, ist, wir holen uns erstmal genug Kabel und, da habe ich das, ne, genug Kabel und hier Draht und so, weil für die, ach ja, und Stangen und Klappen, obwohl da habe ich genug, für die 6 Miner, kann ich auch hier machen und dahin fliegen. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Ich gehe mal eben oben ein bisschen. Ich nehme es mal ein Kopf. Oh, warte. Ist hier auch Kabel rum? Kabel wäre natürlich jetzt mega witzig. Aber ich glaube. Kabel liegt hier nicht. Okay. Dann holen wir uns nämlich schon mal das Zeug hier ran. Dann brauche ich nachher nicht mehr drüber nachdenken. Wenn wir es nämlich erstmal da liegen haben, dann kann das hier schön dran. Und dann können wir uns immer noch Gedanken machen. Oder ich mache wirklich da den Dreier und gut ist. Ich bin so erwachsen. Ach ja, den Zug könnten wir auch langsam mal wieder ausschalten. Wenn er dann hier ist. Ich habe mal wieder ein paar Sachen hier rüberbringen lassen. Und da habe ich sogar so ein bisschen von dem Zeug. Da braucht man nichts. Da brauchen wir nichts. Natürlich ist der Zug gerade weg. Haben wir ja noch irgendwo Kabel rumliegen? Das können wir mal mitnehmen. Ja, da werden noch die Kollegen. Und da haben wir noch Kabel. So, Kabel müssen wir sowieso noch mal. Wir können auch den Zug erstmal laufen lassen. Der Teil ist im Moment leer. Also noch Kabel einpacken sollen. So, das haben wir. Damit machen wir es voll. Ich wollte doch irgendwas anderes noch. Ach ja, genau. Manchmal. Nee, ins Mam wollte ich dafür nicht. Achso, Mam hatte ich euch schon gesagt, dass ich hier die beiden einfach schon mal abgeschlossen habe, weil bringt ja nicht so viel, euch dazu zeigen. Da habe ich gerade quasi nicht genug für. Weil mir fehlt es hier an den Eisenarmierstacheln. Und da fehlt mir an ganz vielen Dingen. Und hier halt am Turbotreibstoff, den ich noch irgendwo abzapfen muss und so. Haben wir da auch drüber geredet, das ist schon mal gut. Hiervon machen wir mal eben 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und der letzte, komm. Und 6. So, passt. Dann haben wir schon mal alles dabei. Ich warte mal immer auf den Zug. Whatever. Wir wollten da lang. So. Das heißt, wir machen uns mal. Nicht runterfallen. M wollte ich da. So. Ich mache mir mal eben hier. Wie konnte ich da nochmal? Ich konnte doch sagen. Nee, die kann ich nicht anklicken und mir markieren, dass die dann. Was haben wir denn hier unten? Das sieht doch aus wie eine Ressource, oder? Ja. Jetzt setzen wir uns da hin. Okay, nein. Wir machen uns eine neue Kartenmarkierung. Und zwar dort. Ah, okay. Dort sagen wir Icon. Welches sieht denn da am besten aus? Eins von denen. Stempel. Stempel. Felsen. Höhle.
Fragezeichen, Biomasse. Strahlung. Machen wir den hier. Bild auswählen. Quarz kommt dahin. Farbe. Jetzt. FF00. Mächtig grün. Und so, er möchte unbegrenzt weit sehen. Markierungsgröße auf Karte. Normal. Markierung hervorheben. Übernehmen. Jetzt müsste ich doch da hinten. Oh, den will ich entfernen. Machen wir uns den Spaß hier mal eben wieder sauber. Weil das ist Quatsch, was ich hier gemacht habe. Kann ich den jetzt noch ein bisschen verschieben? Das wäre natürlich mega. Wenn ich den jetzt einfach nehmen könnte, ein bisschen verschieben, oder? Das reicht aber auch. Ich glaube, da sind wir nah genug dran. Da müssen wir hin. Das heißt, da fliegen wir mal eben drüber. So. Ist alle wieder so schön warm. In meiner Bude hier. Butze hier. Bubutze. Wo kriege ich das denn am besten runter? Wie gesagt, ich will das quasi hier so hoch haben, ne? Wenn ich da drüben hinfliege, wie sieht das aus? Oh. Nehmen wir uns mal eben hier einen Überblick. Da unten geht das relativ gut hoch. Wir gucken jetzt mal, wie wir hier am besten runterkommen. Ich behaupte mal, dass das eine relativ gute Lösung hier ist. Müssten wir... Könnten wir... Versuchen wir irgendwas. Jetzt habe ich natürlich... Ach, ich bin auch der Mann. Das wäre natürlich richtig gut gewesen. Hätte ich dran gedacht, auch Band mitzunehmen. Und nicht nur Beton. Ich flieg nochmal zurück. Also auf die Art und Weise kommen wir ja nicht weit. Was macht der da oben immer ein Herz? Da fällt mir ein, hier könnten wir schon mal auffüllen. Oben sein. Wie auch immer. So, wir tauschen jetzt ein bisschen Beton. Nicht alles, weil irgendwie, jetzt haben wir zwei Stacks, behalte ich. Und schauen wir weiter. Machen wir hier oben an. Ich glaube, hier hatte ich... ja, hier hatte ich viel davon drin. Ja, guck mal, das behalte ich. Das nehme ich mit. Also ich nehme auch noch mehr davon mit, wenn ich noch mehr davon finde. Ne? Da. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Protein. Tauschen wir noch durch den vollen Stack aus. Dann ist alles gut. Wir haben das Zeug hier. Sortieren wir ein bisschen. Jo. Filter. Ja, die mache ich da drüben. Das müsste ich jetzt wieder komplett zurück. Und der Zug gerade? Nein. So. Wir wollen dahin. Oder bringt es mehr, wenn ich direkt von hier aus versuche, da runter zu gehen? Ups. Was ist denn das? Wir gehen jetzt nochmal hier an die Kante und gucken uns das da an. Gehen nochmal hier an die Kante und gucken uns das da an. So, von der Richtung her wäre ja jetzt auch nicht verkehrt, ne? Wenn ich erstmal hier hochkomme. Was
wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Pass auf. Wir machen Folgendes. Wir setzen uns hier so einen Masten hin. Zwei Stück. Machen von da aus schon mal ein bisschen den Weg in die Richtung, damit wir auch den Spaß richtig rum haben, weil ich zu blöd bin, R zu drücken oder so. So, jetzt können wir das hier vorne an die Kante bringen. Ja, machen wir erstmal hier hin. Hier hin. Und dann sagen wir, bis hier an die Kante. Und das gleiche gilt für dich. Bis da an die Kante. So. Jetzt kommt aber der Zug. So, guck mal, hier können wir doch schon mal einen schönen Abstieg wagen. Da müssen wir mal gucken, wie wir vielleicht einen dazwischen kriegen. So, von hier aus geht jetzt schon mal der Kollege so weit unter, wie er will. Beziehungsweise wie er kann. So. Dann gehen wir hier hin. Ich hoffe, dass wir hier nicht fallen. Idealfall. Oder ja, das passt genau. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken drum machen. So, von da aus geht der schon mal weiter. Bis dahin. Und bis dahin. Auch sehr schön. So, wo kriegen wir dich jetzt abgesetzt? Dich kriegen wir da hingesetzt. Da ist Gas. Ungünstig. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Mein Contract nicht alles so sagt. Jetzt versuchen wir mal hier hinzugehen und dann von da aus da runter. Das funktioniert doch garantiert, oder? Ja, so. Comply. Ach, du bist das. Okay. Dann ziehen wir dich. Da geht's ins Wasser. Dich ziehen wir mal bis dahin und dich ziehen wir ins Wasser und ein bisschen hoch. Und vorsichtshalber bis darüber. Ignorieren, was der Kollege da erzählt. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Und dann gucken wir, dass wir in die Richtung weiterkommen. Zwischendurch nehmen wir uns noch einen Pilz mit. Ich habe mir einen Pilz eingefangen. Entschuldigung. Geht gleich wieder. So. Wo ist mein... Da. Okay. Einmal hier lang. Schön quer durch. Das ist eigentlich rechts. Oh. Du bist gerade auch. Dich habe ich noch nicht gesehen. Wer von euch macht hier gerade Stress? Ich habe keinen zweiten. So. Ist der Punkt, wo ich da... Okay. Oh, habe ich dich doch noch am Ende erwischt? So, guck mal.
Ach, genau hier war das. Da drüben sind zwei von der Sorte. Die ignorieren wir jetzt. Wir sagen... Ne, hier ignorieren wir nicht. Will sie mich nicht ignorieren, oder wie? Okay. Schauen wir mal. Wir holen uns den Spaß in diese Richtung, den Spaß... So, dann geht immer schon mal nicht mehr auf den Zwirn. Jetzt setzen wir von hier aus nochmal schön da einen zwischen, der da dran geht und da dran geht. Sehr schön. Und wir holen uns dieses Band hier hin und dieses Band hier neben. Und dann geht's die Richtung weiter. Förderband ist zu lang. Ungültige Platzierung. Ja, ist ja gut. Stell ihn nicht so an. So. Da, da, da. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal da. Ich glaube, wie gesagt, an der einen Seite mache ich dann schon mal so eine Dreiernummer dahin. Da hätten wir sogar noch Kohle, die wir brauchen. Aber momentan brauchen wir keine. Das interessiert den so überhaupt nicht da, den Kollegen. Ist das ein Cornetto? Eis. Eis wäre jetzt eine gute Idee. Ist wieder so scheiße warm in der Bude. Harvest. Von mir aus. Du bist meins. Könntest du da bitte weggehen? Du bist mir im Weg. Steht sogar da. Ja, danke. Oh, tschüss. Hey, 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 hey. So. Und dann hier runter. Ja, das machen wir. Bis zu steil. Okay. Dann machen wir erstmal. Wo ist denn der Wasserfall? Ach, da vorne ist der Wasserfall. Okay. Meine Güte, nee. Das ist aber auch ein Problem. Tierchen da. Das ist deren Problem. Ich tue denen noch gar nichts. Ja, okay, ich verunstalte so ein bisschen deren Planeten, aber man. Abstriche muss man für die auch mal machen für das hier. Nicht so tief, dass ich jetzt im Gas hänge. Ich hab Fragen. Habe ich das nicht gerade so gesetzt? Das ist. Naja. Macht nix. Zack.
Lass eine Oberfläche finden. So, ich würde behaupten, das ist nicht im Wasser. Ich würde behaupten, ich habe damit recht. So, schauen wir mal. Was ich natürlich jetzt nicht gemacht habe. Ich blöde. Ich nochmal hin und her. So doof. Egal. Ich ziehe das jetzt erstmal so weit, wie ich kann. Und dann gucken wir weiter. Dann fliegen wir nochmal eben zurück und pumpen den Kram auf die 780 hoch. Ich brauche ein bisschen weniger. 1400. Schieß mich tot. Und dann kriege ich nachher 1155 Quarzkristalle da raus mit den 22 da oben. Also die Zahl hängen jetzt wirklich an der an den 22 Raffinerien, die ich quasi ja, so gesehen zu viel hatte. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres, als ein paar Raffinerien zu viel zu haben, oder? So. Hierhin. Nein, nicht dahin. Das zu Ende, ein Stückchen zurück. 1, 2, 3 hoch. So, einmal auf die andere Seite und nur noch. So hoch. Ebenfalls. So, und dann geht der Spaß nämlich da lang. Und da lang. So. Dich haben wir hier. Dahin. Du gehst jetzt bis hierhin. Kommst daneben. Hätten wir dich auch gerne hier hoch. Ich ebenfalls. Dich machen wir nochmal weg. Dann kommst du. Dich hätten wir gerne. Dahin. Und dann direkt da rein. Da oben ändern wir die Wand durch eine Dreierwand. Und packen uns das. Ja, da ist der Eingang. Du kommst dorthin. Dorthin. Stellst einen. Dorthin. Und darüber und dran. So. Perfekt. Haben wir auch das. Da lang. In welchem hatte ich jetzt? Nein. Nein. Ja, dann zwei Stück, da reicht das. Ja. Okay. Haben wir geschafft. Wir haben jetzt wirklich alle Ressourcen. Da ist auch das Autosave, das nehmen wir gleich, aber wir müssen in die Richtung. So. Jetzt wäre der Zug da gewesen. Wunderbar. Ei, 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 ei.
So, na, du machst noch weiter Autosave. Kurze Pause. Echt jetzt? Moment. Ja, okay. Also, was ihr jetzt gerade nicht mitbekommen habt, ich habe eine ganze Menge erzählt über Frauen glücklich, Kinder glücklich, Familienfreigabe und habe da hinten die Bänder auf 780 gestellt. Also die Minatoren. Beide. Eieieiei. Aus irgendeinem Grund hat die Endpause-Funktion nicht funktioniert. Das sieht wahrscheinlich gleich in dem fertigen Video. Also das, was ihr jetzt gerade seht, hat da bestimmt gerade richtig toll ausgesehen. So. Warum stockt das jetzt so rum? Wie auch immer. Okay, wir haben den Spaß da drin. Auf der Seite dummerweise einen mehr, als es sollte. Das, ihr merkt schon, das gefällt mir nicht wirklich. Aber gut. Irgendwas ist ja immer. Gut, da habe ich auch eine ungerade Zahl. Erst müssen wir uns dran begeben. Den Spaß auch anzuschließen. Die Rezepte sind hier eingestellt. Oben habe ich sie noch nicht eingestellt. Du kannst mal weg, weil hier brauche ich definitiv keine Knarre. So. Ah, stimmt. Jetzt sollte ich erstmal hingehen und mir die ganzen Kürbisse hier setzen. Zumindest für diese Etage. Dann gehen wir jetzt einmal rum und setzen die, weil sonst sehe ich ja unten drunter gar nicht, wo ich was haben muss. Das habe ich vollkommen vergessen vorher zu machen. Das tut mir jetzt leid für euch. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Gehen jetzt einmal rum. Machen die Dinger da dran, machen die die Rohrverknüpfungen da dran, also die Durchführung meine ich. Und dann haben wir den Teil schon mal hier oben. Muss ja auch relativ zügig gehen. Dahin. Okay. Mann, langsam wird es ganz schön warm hier. Es wird schön, wenn das hier gleich noch rendern muss. Ich hier noch sitze. Eieiei. Ja, die Klimaanlage wird wieder angemacht. Schlimm ist, ich kann irgendwas. Also, ich muss halt Klimaanlage auslassen, weil Fenster muss zubleiben, weil sonst gehen nur noch LKWs hier drauf. Mit der Tonspur. Gut, das könnte natürlich sein, dass der ein oder andere sagt, wäre wahrscheinlich besser. Aber mein Gott, irgendwas ist ja immer. So. Aber gleich während der rendert, kann ich ja schon mal die Klimaanlage wieder aufstellen. Genau. Da meldet sich die Trulla. Hey, da trifft heute eine Lieferung für dich ein. Ja, ich weiß. Sagst du mir jetzt per Push-Mitteilung aufs Handy, per Mail und nochmal über die lustige Trulla von Sprachassistent erzählt. Ich hab's verstanden. Heute kommt ein Paket an. Wenn das so ankommt, wie es gestern ankommen sollte, dann sag ich mal, nö. So, da sind wir rum, weil da haben wir das schon. Dann machen wir die Pipeline-Bodendurchführung. Da hatten wir gesagt, wir setzen uns hier hin.
Und dann können wir das unten drunter ein bisschen schöner machen. Ich habe für unten auch noch keinen Plan oder so, dass ich sagen würde, ja, ist ganz einfach, wir setzen zack, zack, zack und dann ist das gut. Ja, das ist, da müssen wir dann gleich mal schauen, wie es weitergeht. Oder ja, je nachdem. Ich glaube, das kriegen wir zeitlich gar nicht mehr so hin. Jetzt natürlich den Vorteil, wenn ich das heute nicht mache, wie ich es eigentlich vorhatte, weil ich hatte ja mal einen Plan, aber ihr kennt das. Ja. Wenn der Typ sagt, er hat einen Plan, nichts drum geben, einfach vergessen. Dafür hat er heute erstmal eine Runde gequarzt. Auch für diesen schlechten Wortwitz möchte ich mich entschuldigen. Nein, möchte ich nicht. Ich bin stolz drauf. Ich stehe dazu. Ich habe ihn gebracht und er bleibt jetzt auf ewig. So. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nenne die Folge so. Eine Runde quarzen. So, in den Etagen drüber wird das hier übrigens eine sehr knappe Angelegenheit, weil nee, eigentlich gar nicht, weil ich habe da eine komplette und hier hätte ich nur eine halbe, habe ich nur eine halbe. Also alles gut. Vergisst, was ich gesagt habe. Also nicht alles. Ab und zu war mal was Informatives und Sinnvolles dabei, aber das jetzt gerade, das könnt ihr ruhig vergessen. So. Dann haben wir das. Ist ja nicht mehr viel. Dahin. Fertig. So, hier oben das Anschließen machen wir noch nicht. Oder. Das ist jetzt halt die Frage aufgrund von Zeit, weil ich kriege da unten kein vernünftiges System in 15 Minuten gemacht. Oder? Das heißt, es ist auch nur eine Viertelfolge, ne? Wir gehen mal unten gucken, wie das jetzt aussieht. So. Kohle müssen wir uns nochmal separat drum kümmern, weil das geht ja alles hier hin und das Zeug kommt auch wieder runter. Es geht jetzt erstmal um rein. Wir müssten. Drüben irritiert mich so ein bisschen, dass ich noch nichts sehe, aber das könnte auch sein, dass es einfach noch. Ah, es ist noch nicht gerendert. Mit der Distanz. Okay, fange ich jetzt mit dem Eisen an? Was ich auf jeden Fall machen muss, ich muss mir was einfallen lassen, wie ich das Kupfer hier runterbringe und da in die Mitte. Die Mitte muss ich mir sowieso nochmal überlegen, weil in der Mitte hätte ich gerne... Will ich das so haben? Da will ich immer diese Zwischenräume. Eigentlich wäre doch gut, wenn ich die Zwischenräume frei habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ihr müsstet da drunter. Wenn ich den wegnehme. Ja, und den wegnehme. Ja, dann kommt das zum Vorschein. Das ist gut. So, weil das sind ja die Bereiche. Für meine Zwischendecken. Also so wie hier. Dann kann das da einfach reingehen oder raus oder wie auch immer. Wahrscheinlich werde ich bis zum nächsten Mal, wenn ich das sauber gemacht habe, werde ich das wieder bereut haben und sagen, nee, dann machen wir anders. Nein, nein. So, und sag mal. Ja, so, dann hätten wir das. Und da oben ist das dann auch nochmal. Ich weiß nur jetzt gerade nicht, ob da oder...
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt der und der. So. Wir haben immer diese schönen Ebenen dazwischen. Das ist hier ganz schön schwierig. Ja, ich habe mich gerade mit belanglosem Quatsch auf, ich weiß. Aber so vergesse ich es bis zum nächsten Mal nicht. So. Das hat doch irgendwas. Und aus irgendeinem Grund erinnert mich das jetzt gerade so ein bisschen an... kennt ihr die Neuverfilmung von Judge Dredd? Diese komischen Gebäude, die sie hatten, diese Wohnkomplexe. Daran erinnert mich das gerade. So. Okay. Das heißt, als erstes machen wir mal... Nee, nicht Customizer. Logistik. Wir holen uns das Kupfer hier hin. Wir brauchen aber auch das Eisen. Wie hatten wir jetzt gesagt? Wir haben 3x780 brauchen wir aber gar nicht. Jetzt muss ich wieder gucken. Wir brauchen an Eisen. Eisen. 2240. Wenn ich sage 780 mal 3 sind das 2340. Also wir haben 100 zu viel. Okay. Wir müssen auf die 64 aufteilen. Wir haben die drei Bänder, die müssen auf quasi auf vier Seiten. Durch 64 geht nicht ganz auf. Wie viel müssen wir denn abziehen? Die 33,3, aber das ist 2240. Durch 64 sind 35. Was habe ich denn mit der 35 jetzt ausgerechnet? Bin ich denn doof? 2240. Das ist Quatsch. Durch 3. Ist auch Quatsch. Nee, ich brauche das durch 4. 560. Okay, ich brauche auf jeden Fall die dicken Bänder. Wie verteile ich mir das? Ich könnte hingehen. Das erste Band hier nehmen. Hier einleiten. Wenn ich hingehe. Pass auf. Ich habe eine Idee. Wir schließen den Kollegen. Stellen wir so hin. Dann kommt hier ein Splitter vor, der von hier befüttert wird. Den will ich jetzt einmal da hinsetzen. Den hier nochmal weg. Zack, zack. Dran. So. Der ist jetzt da drin. Dann würde ich sagen, ich nehme den hier runter und lass ihn direkt hier reinlaufen. So. Auf der anderen Seite müsste ich das jetzt genauso machen in die andere Richtung. Das heißt, ich setze mir... das passt genau dahin. So, zack, zack. In die Richtung. Da ziehe ich mir... Wenn ich mir den runterziehe, kann ich mir den über die Mitte da hinten hinlaufen lassen. Weil da wäre dann der Moment, wo sich die treffen. Das heißt, ich ziehe den runter.
in diese Richtung. Ziehe den da rein. So, und den muss ich jetzt eigentlich an der Decke entlang laufen lassen. Da habe ich aber das Problem mit den Wasserrohren. Wenn ich den runter setze, ich kann den natürlich auch einfach... Moment, das gucken wir uns jetzt eben an. Wenn ich den hier hinziehe, hier hin. Ja, dahin. So. Dann hätte ich die da schon mal stehen. Dann gehst du nämlich auch schon mal. So, da liegt das drin. Das heißt, das geht schon mal da oben rein. Dann ist das soweit schon mal ganz gut. Was sagt meine Zeit? Hallo? Nee. Nicht du. Wo bist du? Da war mein Mauszeiger weg. Dich hätte ich gerne. So. Okay. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, das so zu machen. Dann gehen wir nämlich in die Richtung und dann muss ich einmal nachzählen gleich, oder nachgucken, wie viel denn überhaupt da rein musste. In jeder. 35, das war das, was ich ausgerechnet habe. Schön. Manchmal mache ich auch einfach nur Quatsch. So, dich hätten wir jetzt gerne. Und zwar genau hier, glaube ich. So. Jetzt ziehen wir weiter. Und genau hier. Dann weiter. Genau hier. Und so weiter. Jetzt erstmal in diese Richtung. Und dann kommen wir hier an. So, damit hätten wir auf jeden Fall den Spaß dran. Das heißt, wir gehen jetzt hin und schnappen uns sowas hier ab. Rein. Rein. Gleichen Spaß müssen wir uns dann überlegen mit dem Wasser. So. Jetzt sind wir bis hier. Das heißt, wir hätten 8 in die Richtung. 8 mal 35 sind 280. Das ist die Hälfte von den 560. Logischerweise, weil 16 wären egal. Okay. Dann kommt der da lang, da lang. Hätten die jetzt oben Strom, dass sich das alles schon mal aufteilen. Das heißt, die Stromgeschichte werde ich schon mal machen. So, außerhalb vom Let's Play. Mal wieder. So, jetzt ist die Frage. Bis wohin muss ich? Wie gesagt, ich ziehe das. Nee, da muss ich mir erst einsetzen. Splitter. So, wir haben dich hier, Kollege. Das machen wir wieder. Mit einmal Hilfe von der Seite. Zack. Dann kommt der Kollege schön ordentlich davor. Und zwar. Ne, so. Du weg. Und wieder hin. Fertig. Dann kommt der Eumel. Der Eumel geht dahin. 1, 2. Und geht da rein. Damit hätten wir das. Jetzt könnte ich prinzipiell ja überlegen, das Wasser genau über dem Band lang zu legen.
Und dann immer, ich bin ja immer genau dazwischen, da könnte ich dann wiederum den Spaß langlaufen lassen. Das geht. Und dann muss ich halt irgendwie das Wasser von vorne einmal bis nach ganz hinten durchreichen. Aber das ist auch kein großer Akt. So. Glaube ich zumindest. So, ich habe gesagt, bis zur Mitte muss ich mit den Dingern. Dann habe ich meine 580 voll. So, hier. Ja, 560 meine ich. So. Also, hier habe ich 560. Nehmen wir mal. Ich sage, das mache ich dreimal. Ich bin 840, das ist zu viel. Das haut also nicht hin. 2,5 sind 700. 2,75 770. Wir haben 780 da drauf liegen. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Das heißt, wir müssen jetzt noch 6 Stück machen. Da. Da. Ja. Steht doch richtig, okay. Wäre schön gewesen, hätte ich mitgezählt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Einer noch. 6. So, und der Kollege hier, der hier ist einfach so angeschlossen. Dass er von da kommt. Das wäre das. Okay. Das heißt, hier zwischen kann ich nicht aus Versehen einziehen. Alles gut. Ziehen wir die eben durch. Der anderen Seite machen wir es dann genauso. Aber wie gesagt, das ist wieder eine Sache, die ich dann außerhalb ohne euch mache. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich hätte gerne dich hier drin. So. Dann mache ich also bis Freitag setze ich oben den Strom und hier unten mache ich das fertig und wir machen am Freitag mit Wasser hier rein. So. Dahin und dahin und hier können wir eben auch den dazwischen setzen. Dann haben wir das nämlich schon mal. Okay, das bedeutet, der mittlere geht quasi genau hier in die Mitte. Und teilt sich hier auf. Wie ich damit umgehe, weiß ich noch nicht. Warum auch immer das da durchrechnet. Das ist Beton, aber egal. Das heißt, der Kram kommt von da und geht in die Mitte. Da muss ich noch gucken, wie ich das genau irgendwie drumherum zirkel, dass das halbwegs vernünftig aussieht. Wahrscheinlich wird es ein bisschen klippen, aber egal. Genauso wie das, das muss ja da hinten hin.
Das kann ich aber zur Not da an der Wand entlang darüber leiten und dann einmal dazwischen durch. Die Nummer machen wir auf der Seite nochmal und der kommt hier mittig aus. Der wird hier reingehen. Hier reingehen in den. Genau. Und dann in beide Richtungen weiter. Das heißt, wir könnten wir auch schon mal eben setzen und vielleicht auch schon mal anschließen. Denn den machen wir jetzt so. Die Zeit. Ah, die Zeit haben wir. Nehmen wir uns jetzt einfach noch. Auch wenn jetzt gleich noch ein Autosave kommt. Wunderbar. So. Weg damit. Eben abwarten. Erzähle ich nochmal ein. Was erzähle ich euch denn? Wir warten eben aufs Autosave und dann. Da ziehe ich noch eben das eine Bändchen von da hinten hier rüber und dann machen wir auch Schluss. Das wäre so meine Idee. Und wie gesagt, ich mache das noch fertig. Und könntest du jetzt bitte aufhören mit dem Speichern oder fertig werden mit dem Speichern? Das wäre wirklich toll. Danke sehr. Das war ein wirdes Hin- und Hergeflicker. So. Da rein. Das heißt, der verzweigt in die und in die Richtung, um da drauf zu gehen. Weil dann haben wir... Ja, stimmt, wir haben ja sowieso ein bisschen zu viel. Das heißt, wir haben da die 280 mit dem hier. Plus da hinten nochmal 70, also 350. Auf der anderen Seite 350. Und dann passt das doch. Und mit den beiden 770ern ist das auch wiederum... Das ist doch super. Bis wohin gehst du denn? Ist da. Dann gehst du weiter durch. Ja, okay, das ist ein bisschen. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen schief, aber. Mein Gott, gegen Gott ist ja immer. Nee. So schief ist das gar nicht, oder? So minimal daneben. Und zwar, weil ich minimal daneben bin. Wo habe ich ihn denn schief gemacht? Ist das hier ganz klar? Nächster Knick. Ah, okay, es geht genau ein Teil rüber. Okay, verstehe. So, also ihr versteht das Konzept. Ich bastel bis zum nächsten Mal ein bisschen weiter. Hab dann hier noch die Rohre liegen, hoffentlich. Hier wird das nochmal spannend, weil vielleicht kriege ich das anders gelöst. Muss ich die über die Mitte leiten oder so. Und dann schauen wir weiter. Knarre raus, nein. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit... Macht es gut, Käffchen. Tschüss.